Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, liebe Leute. Willkommen zu Cities in Motion. Es geht weiter mit Folge 8. Ich habe eine kleine Pause gemacht, habe eure Kommentare abgewartet und habe mir jetzt gedacht, okay, alles klar, jetzt sind 7 Folgen draußen, alle, die ich bisher aufgenommen habe, dann nehme ich mal weiter auf. Leider ist es draußen irgendwie um die 30 Grad und zusätzlich habe ich gerade die Waschmaschine am Laufen. Ich hoffe, das ist nicht zu krass und spiele auch heute ohne Kopfhörer. Wird für euch wahrscheinlich relativ egal sein. Aber der Sound, den habe ich eh beim letzten Mal abgemischt und so ein bisschen habe ich eh die Pegel im Auge. Also das sollte eigentlich passen, dass das nach wie vor gut passt. Genau, Soundbild habe ich auch gemacht. Das hier ist dabei entstanden und ich bin drauf gekommen, ich kann die Kamera doch drehen. Hatte ich ja gesagt, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber ja, es geht. Es geht mit den Pfeiltasten. Mit den Pfeiltasten kann man hier das wunderschön hinkriegen, die Kamera in alle Ecken zu drehen, die man möchte. Ich bin ehrlich gesagt so, dass ich sage, ich spiele gerne aus einer Perspektive, gerade weil sich hier auch die Map nicht mitdreht. Und das ist dann sehr irritierend, wenn ich jetzt dann, was weiß ich, die Kamera so habe und ich fahre mit der Maus nach rechts, dass die Map sich nach unten bewegt. Das kann ich nicht ab. Deswegen spielen wir aus dieser Perspektive. Aber cool, dass es geht. Sehr schön, dass es geht. Hübsch, hübsch, hübsch. Und so eine fixe Kamera würde ich mir irgendwie auch wünschen, weil die, wenn ich hier von links nach rechts gehe, die passt sich an die Gebäude an und hier kommt ein riesen Oschi, das heißt, da geht die Kamera mal ganz nach oben, um dann wieder ganz nach unten zu gehen, finde ich persönlich jetzt nicht so sexy. Genau, da würde ich irgendwie gerne auf einer Linie bleiben. Ist auch irgendwie hübscher für eine Kamerafahrt, dass man halt da irgendwie viel smoother so durchfahren kann durch die Stadt und dann plötzlich kommt so ein Oschi, der die Kamera gleich komplett umstellt. Okay, gut, so viel dazu. Zum bisschen behind the scenes. Oh, 70 Leute warten hier. Dann fangen wir doch gleich an, um ein bisschen was zu modernisieren. Was haben wir denn da? Wir haben hier 2 Straßenbahnen, da sind schon 70 Leute drinnen, da warten 26 und still going, weil die gerade am Fahren sind. Okay, krass. Gut, da werde ich hier auf jeden Fall was Neues dazu packen. Eine neue Straßenbahn auf meine Linie, auf die Linie 10 auf die Unilinie. Nochmal mein Fahrzeug verwalten. Und dann kommt der Bertrand da noch drauf. Wichtig, das ist dieselbe Linie, also dasselbe Modell ist, weil die ja unterschiedlich schnell sind und ansonsten, wenn jetzt ein super schneller Oschi ist, dann fährt er da die ganze Zeit hinten nach und klebt die ganze Zeit am Vordermann. Das wollen wir nicht unbedingt haben. So, 3 weitere, let's go. Wäre cool, wenn die denen Herr werden. Da haben wir jetzt einen Bus, derweil ist es okay. Hat man ja, glaube ich, war das nicht die Linie, die wir umgebaut hatten? Die ehemalige Linie 1? Oh, aus der Straßenbahnlinie dann eine Buslinie gemacht hatten? Ah, nee, das war weiter oben. Okay. Da haben wir das Wassertaxi. Da sind 2 Wassertaxis im Einsatz. Die kriegen das ganz gut gemanagt. 34 und 16. Da waren wir gerade eben das hier. Eventuell mal eine nächste, aber da weiß ich zu Chaos. Da warten halt immer ein paar Leute, aber die kommen ja auch. Das ist auch die Station, die als nächstes angefahren wird. Da sind schon 2 Busse im Einsatz. Okay, ja komm, dann machen wir es auch so. Gut, was interessiert mich mein Geschwätz von gerade eben? Buslinie 5. Buslinie 5, Bahnhof Süd. Wir haben den Sternberger Midi.
Dimidimidimidi. Einmal bitteschön. Okay, gut, dann haben wir das. Die schaut okay aus. Wie sieht's hier aus? Da haben wir eine. Die sind jetzt relativ unhappy da hinten. Und es dauert halt auch ein. Sind die unhappy? Warte. Ich sehe das. Ich sehe den Smiley zu schlecht. Lacht er noch? Oder weint er schon? Der lacht noch, oder? Der ist noch grün. Okay, wenn der noch grün ist, so grün-gelb, scheint es noch okay zu sein. Dann müssen wir da noch nicht nachlegen. 4800, das sieht noch ganz gut aus. Die auch. Die fährt hier überhaupt ziemlich leer herum. Was mich echt immer überrascht, weil ich meine, das ist eine 320er Fabrik. Da haben wir auch eine 150er. Da sind auch 99, nochmal 99, da 200. Und dann fährt da keiner, dann nutzt das keiner. Auch nochmal 150. Überrascht mich ein bisschen. Da haben wir eine Haltestelle, wo Leute unzufrieden sind. Da rutschen wir jetzt schon rauf in den Norden. 27, 31. Ja, jetzt findet sie schönen Anklang. Die von Bahnhof zu Bahnhof Linie. Die 6er Linie ist das mit einem Bus. Bus und Linie 6, die Bahnhöfe. Dann hauen wir da auch noch einen rein. Nämlich einen Sternberger Midi. Einmal bitteschön. Die sind unzufrieden. Okay. 22, 13, 6. Die smilen aber auch noch so weit. Dürfte das noch passen? 0, 2, 3, 9. Das sieht sehr gut aus. Das sieht auch sehr gut aus. Hier. Passt's auch soweit, das auch, fahrt sogar sehr leer herum, aber okay, fahrt da, fährt eine längere Strecke darauf zum Flughafen. Da dazwischen, 7, 4, das sieht auch ganz okay aus. Da sind die 2, das passt sehr gut, ich glaube. Ich glaube, wir haben langsam alles durch. Das war die Startlinie. Genau, die haben wir zuerst als Tram gehabt und dann als Bus. Ja, okay, passt. Der hat gerade oder holt gerade da diese 11 ab. Sieht gut aus. Ja, ich glaube, wir haben es. Wir haben es soweit. Okay, dann schauen wir uns mal die Quests an, die wir gerade offen haben. Wo sind die Angestellten? Die Restaurants verbinden 1, 2, 3, genau, das kam rein, bevor ich die Aufnahme beendet habe. Und die Tramliebhaber mit 4 Straßenbahnlinien und eine haben wir. Jetzt wird es natürlich naheliegend sein, dass man einfach weiter mit einer Tram unterwegs ist, aber finde ich gar nicht so geil, weil schaut sich mal diese Quest an mit den Angestellten. Wir haben die hier. Wo sind denn Nummer 1? Da haben wir 1. Da drüben haben wir 1. Und hier haben wir 1. Und das werde ich einfach schnell mit einem Bus machen, weil darauf jetzt eine Tramlinie ziehen. Und da müsste ich jetzt die Tram auch nochmal erweitern, müsste dann auch nochmal rundherum führen. Da ist es ganz gut gelegen, aber dann eine Tramlinie einrichten, die kommt dann da wieder durcheinander. Nee. Da machen wir einfach einen Bus. So, Bushaltestelle. Bitteschön. Völlig egal, in welche Richtung der ballert. Weil das Ganze wird ja sowieso wieder abgerissen, sobald es fertig ist. 1, 2, 3. Das sind solche Quests, die brauche ich halt echt nicht. Wäre interessant, ob das so ausgelegt ist auch. Das heißt, ob vom Spiel aus, ob die eh schon wissen, es wird Leute geben, die reißen es danach wieder ab. Würde mich echt interessieren. Oder ob das Spiel damit rechnet, alles, was in einer Quest ist, sollte auch weiterhin eine Quest sein. Also sollte auch
durchgeführt werden und sollte auch behalten werden? Würde mich mal interessieren, weil wenn ja, dann sind die Entwickler schon ein bisschen blauäugig, weil so eine Linie wird halt nie einen Gewinn abwerfen, die über so eine Etappe geht. Und dann wollen sie ja auch noch eigentlich eine Straßenbahnlinie und das über diesen Weg, ich glaube nicht, dass das irgendwie von Erfolg gekrönt ist. Naja, okay. Und jetzt sollen wir noch mal zur Haltestelle da zurück. Genau, machen wir das und eröffnen wir die Linie. So, viel Spaß. Quest kommt rein. Zum Glück haben wir die Zielvorgabe erfüllt und müssen nicht irgendwie 10 Millionen Leute transportieren. Ja, ihr seht ja schon, die fährt hier sich einen Wolf. Holen wir erstmal die Quest-Belohnung ab und dann können wir es wieder wegflexen. So ist es viel besser. Jetzt kann ich etwas Geld sparen, indem meine anderen Angestellten einige Schichten im neuen Restaurant arbeiten. Vielen Dank. Bitte schön. Mega gerne. Darf ich sie jetzt schon abreißen oder muss ich warten auf die Folgequest? Ich reiß einfach ab. Wird schon passen. Das verkauft mal wieder das Fahrzeug. Und bei der Linie entfernen wir wieder die Haltestellen. Ausgezeichnet. Und dann werden wir es auch noch löschen, damit wir keinen Unterhalt zu zahlen haben. Vorsichtig. Nicht die Häuser abreißen. Eins, zwei und vorsichtig, drei. Rich. Okay. Coolio. Okay, es bleibt nach wie vor bei der Quest mit den drei Tramlinien, die wir noch schaffen sollten. Nase juckt. Okay, krass, die sind unzufrieden. 41 Leute, was ist denn das für eine Linie? Oh, das ist die ganz neue, das ist mit dem Wassertaxi. Die ist so beliebt. Auf das Louvre haben so viele Bock. 35 Arbeitsplätze, aber da auch 25. Ja, vielleicht einfach wirklich Sightseeing. 19. Da, die können gar nicht alle mitnehmen. Ja, und genau, ja, die können gar nicht alle mitnehmen. Krass. Okay, ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Buslinie 8. Buslinie 8, Louvre. Fahrzeug verwalten. Dann haben wir da halt einen dritten drauf. Krass. Sternberger Midi. Einmal bitte rein. Und let's go. So, eine neue Quest erwartet uns. Schon wieder in Schwierigkeiten. Ach, der mit seinem Restaurant, mit seinen drei. Eine Katastrophe, mein neues Restaurant wird schon bald eröffnen, aber es liegt zu weit vom Zentrum entfernt. Ach, ich armer Tropf, keiner will mich besuchen und meine köstlichen Gerichte probieren, wenn mir nur jemand helfen könnte. Schauen wir mal, bauen sie eine neue Linie zum Restaurant. Ist ja nicht so, dass wir da schon fast eine Linie hingebaut hätten. Und wohin? Also von wo weg? Einfach eine, die da anschließt. Okay. Jetzt halt auch wieder abreißen. Sind wir uns ehrlich, Leute? Weil, ich habe da halt schon eine Linie. Ich glaube, es ist sogar, ich überlege gerade, was günstiger ist. Ist es günstiger, hier einfach nochmal eine Dings reinzuziehen, ein Gleis? Oder nicht? Oder ja oder nein? Man weiß es nicht, aber okay. Weißt du, was ich mache? Ich habe gerade was überlegt.
Ich ziehe hier einfach ein Gleis durch. Das geht hier irgendwo durch. Genau. Und dann mache ich einfach eine neue Linie, eine neue Straßenbahnlinie und dann reiße ich das Gleis halt einfach wieder ab. Passt auch soweit. Okay, das heißt, wir fahren hier in diese Linie, in diese Richtung von mir aus. Und dann brauche ich noch eine weitere Haltestelle. Eventuell. Die baue ich dann einfach daher von mir aus. Ja. Okay, gut. Dann gehe ich auf die neue Linie. Neue Linie erstellen. Und baue die frisch Haltestelle hinzufügen. Frisch weg und wieder zurückführend. Na, der wird sich freuen. Der wird mega heavy sein. 545, 640, das ist die günstigste. Ja, das ist die günstigste. Einmal rüber. Einmal aktivieren. Viel Spaß, mein lieber Koch. Was tut man nicht alles für dich? Ich reiß gleich wieder ab. Danke, jetzt habe ich zumindest einige wenige Kunden. Oh, warum habe ich mir nur so eine fürchterliche Lage ausgesucht? Aber vor allem, warum eröffnest du 4 Restaurants? Ist er ja schon selber schuld. Erst mal 4 Restaurants eröffnen und dann hoffen, dass irgendwann mal die Straßenbahn dorthin ausgebaut wird, ist halt schon interessant. Und witzig, dass die eine Station hier gerade nicht ausreicht. Die wird sogar ausreichen, theoretisch, oder? Die reicht doch theoretisch sogar aus. Okay, interessant. Naja, cool. So hat es halt das weitere Linie gezählt und war jetzt nicht besonders teuer. Okay, und die werde ich ihm auch wieder abreißen. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Hab das einfach sehr ungern, wenn dann noch irgendwelche Fragmente rumstehen, die ich eigentlich nicht mehr wirklich brauche. Da kommt man dann durcheinander. Wenn ich da jetzt noch die Linien lassen würde, also die Gleise und dann auch noch die Stationen, dann wüsste ich jetzt nicht, wenn ich mir da die Performance anschaue, da warten 0 Leute, würde dann erst später sehen, ach, die ist ja gar nicht angeschlossen, also gar nicht so clever, glaube ich. Tramliebhaber, aktuelle Anzahl 1. Achso, die muss ich auch behalten. Fuck. Okay, ja, dann hat es leider nichts geholfen. Die muss ich auch behalten, die Linie. Das ist ja belastend. geldtechnisch mit 11.300 läuft es dabei okay. Sieht ganz gut aus. Monatsgewinn. Ich check ab und zu mal wieder, wie teuer alles ist und ob es noch relevant ist. Ich glaube, ich muss ein bisschen runtergehen. Wobei so auch wirklich genug Leute fahren. Kann mich ja fast gar nicht beschweren. 470. Und bei den Gehältern grinsen sie auch alle. Kann ich aber noch ein bisschen runtergehen. Technisch, Kontrolleur, Fahrer, Büropersonal, die brauche ich alle. Dachte, dass das vielleicht aufgegliedert ist in U-Bahn-Fahrer und Tram-Fahrer. Aber offenbar nicht. Okay, passt. Passt. Keine neue Meldung dabei, dass irgendeine Linie oder so mega überlastet wäre. Sieht dabei ganz gut aus. Ja, dann kann ich mich ja eigentlich drum kümmern, weiter auszubauen, wenn hier keine neue Quest reinkommt. Das ist der kleine Nachteil, dass ich ohne Kopfhörer spiele. Jetzt muss ich immer da unten in die kleine Leiste gucken, weil ich ja dieses Quest-Symbol, dieses Geräusch nicht höre, wenn Quest reinkommt. Was ist denn das hier? Das sieht ja witzig. Achso, das ist die Feuerwehr. Ah, okay, alles klar.
Alles klärchen. Okay, Leute. Wo wollen wir hin? Was wollen wir machen? Eine Straßenbahnlinie. Brauchen wir da noch irgendeine Linie? Und daher könnten wir Wassertaxi auch noch weiterführen lassen. Oder wir machen da eine Buslinie. Oder eine Tramlinie eigentlich. Die wird mir vom Verlauf auch ganz gut gefallen. Würde ich die gerne connecten oder nicht? Überleg gerade ein bisschen laut. Überleg nämlich gerade, ob ich vielleicht da herfahren soll zum Bahnhof. Und die Leute vom Wassertaxi auch mit abholen möchte, dass ich quasi die Linie doch nicht bis da nach hinten mache, sondern eher bis daher, so als kleine Connection Line. Mehr oder weniger, ja, die führt dann so ein bisschen verwortackelt, wie man in Wien sagt. So ein bisschen chaosmäßig hier herum. Oh, wäre eine Idee. Das hier würde mir besser gefallen, diese Variante. Einfach weil es ein bisschen smoother ist. Aber dann nehme ich halt von da oben die Sache, die Leute nicht mit. Dann müssen die Leute, wenn sie jetzt das Wassertaxi nutzen müssen oder wollen, müssen sie von da herfahren, dann das Wassertaxi nutzen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sie das dann machen oder ob sie dann nicht eher mit dem eigenen Auto fahren, weil das einfach zu mühsam ist, wenn sie sich denken, ja, ich möchte jetzt vom Bahnhof zu dem Bahnhof, ob sie halt dann wirklich hierher fahren, hierher fahren, hierher fahren und dann hierher fahren. Ja, ich probiere es einfach mal aus. Tendenziell wäre ich hier auch eher Team Bus, einfach um so die Abwechslung zu haben. Aber wir müssen gerade Trams bauen und das ist eine Linie, die ich auch gerne behalten möchte. Dann machen wir es einfach. Dann klatschen wir es daher. Überlegen wir nicht mehr lang. Und klatschen wir es daher. Okay. Was ich gerade überlegt habe, ist, ob ich hier vielleicht mir diesen Bogen sparen kann, weil ich kann ja auch selber Straßenbahngleise legen. Aber das scheint nicht zu klappen. Das mag er nicht. Und was ich auch natürlich noch checken muss, ist, ob er überhaupt die Brücke mag, ob er da Straßenbahngleise legt. Nö, mag er nicht. Die ist ihm zu schmal. Ja, okay, dann kann ich es ja sowieso vergessen. Dann müsste das ja schon eine riesen Oschi-Linie sein. Ha. 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 Wenn ich den Bahnhof mitnehmen möchte, mein, da könnte ich durchbauen. Das wäre jetzt... nicht das Problem, sprach's und hatte doch ein Problem. Was haben wir denn da? Ist da eine Erhöhung? Muss man das kurz von der Seite anschauen? Ja. Ja, okay, da komme ich nicht durch. Schade. Aha. Belastend. Belastend. Ich wollte hier eigentlich so weiterfahren, damit ich mir da wieder spare, um die Ecke zu fahren. Also so ganz happy bin ich da noch nicht. Ich habe viele tolle Ideen in meinem Kopf und irgendwie mag keine noch so richtig zünden. Das wäre halt dann die allereinfachste Linie. Aber nehme ich da wirklich Leute großartig mit? Das ist eher so, das ist halt wirklich so ein klassischer, so eine klassische Zubringerbuslinie. Wenn ich da eine herbauen würde.
oder halt ein Wassertaxi. Das hier könnte noch relevant werden. Das Krankenhaus mit den 120 Arbeitsplätzen. Da haben wir ein kleines Mietshaus. Da bei dem Dings mag eh keiner hin. Ja, weiß ich noch nicht so richtig. Gefühlt habe ich da eh die wichtigsten Sachen angeschlossen, halt bis eben auf das Krankenhaus. Also der Osten braucht vielleicht im Moment gar keine Linie. Vielleicht sollte ich einfach weiter Richtung Eiffelturm gehen. Eher in den Westen, Richtung Eiffelturm, da wo die Folge angefangen hat. Vielleicht, ja, das wird sogar passen, da haben wir einen Bus. Da haben wir den Bahnhof. Das wird sogar eigentlich sehr, sehr gut passen. Eventuell dann da noch ein Wassertaxi ausbauen und um das Ganze zu verbinden, dann da eine schöne Straßenbahnlinie. Jede Menge Kleingeld, nahe 15.000 offenbar. Cool, cool, cool. Ich probiere noch ganz kurz was aus. Oh, cool, ich kann sogar da durchfahren durch den Eiffelturm. Oh, ich könnte sogar abreißen für 16 Dollar. Okay. Für 16 Dollar den Eiffelturm abreißen, neues. Und dann nochmal ein Achievement. Jetzt geht's aber mega ab. Okay, liebe Leute, das ist doch mein Plan für das nächste Mal. Wir reißen den Eiffelturm ab. Hey, wir werden versuchen, den Eiffelturm stehen zu lassen und einfach hier rundherum eine kleine Linie zu bauen, die halt zum Eiffelturm führt. Überlege ich mir noch, wie ich die am besten anlege. Das alles in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Der Restaurantbesitzer hat auch seinen Spaß. Dem haben wir seine Linien kredenzt und wieder abgerissen. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Au revoir.